Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dark Souls mit Paxis. Wir sind immer noch dabei, den Friedhof auszurotten. Also ich hätte echt nicht gedacht, dass wir so viele Aufnahmen dafür brauchen, aber ich muss auch zugeben, habe ich in der letzten Folge teilweise ziemlich blöd angestellt. Und ich hoffe, dass ich mich dieses Mal besser anstelle. Und dieses Riesenskelett scheint sich schon wieder zurückgezogen zu haben. Ach, jetzt warten die beide auf mich. Das ist ja toll. Ich möchte nur gegen einen kämpfen. Ziehen sich beide zurück? Was? Das sind drei? Okay, aber zwei ziehen sich zurück und einer kommt her. Das ist doch perfekt. Ja, die scheinen nicht die intelligentesten zu sein. Das müssen die ja merken. Oh, unser Freund, das dritte Skelett, das geht ja woanders hin. Da gehen wir auch mal hin, um ihnen zu helfen. Aber das machen die glücklicherweise nicht. Gehen halt echt zurück. Und der dreht komplett frei, oder was? Nice. Warum der jetzt so frei dreht, keine Ahnung, aber... Ach, verdammt. Ich habe halt eigentlich gehofft, dass ich ihn ganz runtergeschmissen habe, aber... Es liegt halt wieder da. Ja, komm. Die anderen sind weg. Ich denke, ich kann mich nach unten wagen, um ihn zu bekämpfen. So. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht zu nah an die anderen beiden komme. Das mache ich, wecke ich die auch noch auf. Ah, kritischer Treffer, glaube ich. So. Gut, es wäre mir, wie gesagt, ganz lieb, wenn ich erst den Fetten oder den Kleinen zum Kampf bekommen würde. Also nicht beide auf einmal. Ah ja, der Kleine kommt, sehr gut. Ich glaube, der kommt auch allein, oder? Ja. So. Oh, nicht getroffen, okay. Und kaputt. Droppen echt gar nichts mehr, die Typen, ey. So, jetzt können wir ja mal versuchen, gegen den Großen zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob ich das hier machen will. Oder ob ich den auch einfach mal wieder mit zurückziehe. Ah, ich denke, ist es hier einfach zu eng. Gerade wenn ich ausweichen muss. Versuch's mal hier. Oh, fuck yeah. Was hat man mit seinem scheiß Schwert da gemacht? So. Ich glaube, es ist auch immer ganz cool, hier so zu wechseln zwischen oben und unten. Scheiße. Nicht so toll. Rechtzeitig weggerollt vor seinem hässlichen Fuß, weil den kann ich, wie gesagt, nicht blocken. Was macht er denn? Ja, geil! Ich weiß zwar nicht so richtig, wovon das abhängt, wenn er da runterfällt, aber das ist jetzt auch bei dem anderen immer nur einmal passiert im Kampf gegen den Fetti. Okay. Nein, nein. Ah, Glück gehabt. Ich will wieder hier hoch. Das war ganz cool, aber ich komme nicht mehr da hoch irgendwie. Fuck. Fuck. Wie ich es aber auch fast jedes Mal vergesse, dass ich ihn da... dass ich da ausweichen muss mit dem Dreckfuß. Was macht er denn jetzt? Okay, schnell, schnell, Flakon, Zeit nutzen. Ja, ich meine, er ist ja fast tot, ne? So. Und
Okay. Komm. Oh, scheiße. Ja, geschafft. Ja, irgendwie stelle ich mich bei den großen Fetten so einen Tick schlauer an als bei den kleinen, aber wahrscheinlich habe ich einfach mehr Angst und mehr Respekt vor den großen. So, jetzt können wir hoffentlich auch die nächste dicke, große, fette Belohnung abholen. Mal schauen. Hier ist doch jetzt keiner mehr, ne? Ne. Zweihänder, interessant. Schaden. Aber kann man wahrscheinlich nur mit zwei Händen führen. Geschicklichkeit. Ne, Beweglichkeit. Warum sage ich immer Geschicklichkeit? Beweglichkeit ist D. Also uninteressant. Wir brauchen bei der Stärke 24. Eieiei. Okay. Dann würden wir mehr Schaden machen. Aber wie gesagt, wir werden Typ Ultragroßschwert. Ultragroßschwert. Eines der riesigen, geraden Großschwerter. Der Zweihänder muss, wie sein Name besagt, mit beiden Händen geführt werden. Doch dazu ist übermenschliche Kraft erforderlich. Das enorme Gewicht lässt Feinde bei klaren Treffern in hohem Bogen durch die Luft fliegen. Zu schwach, um die Waffen einhändig zu führen. Du musst sie mit beiden Händen halten. Ach, wenn ich 24 Stärke habe, kann ich sie sogar beidhändig benutzen, oder was? Kann ich sie sogar mit einer Hand benutzen? Sehr geil, wie er versucht, damit mit einer Hand zuzuschlagen. Mir fällt ein, ich habe sowieso noch nie den Zweihand-Kampfstil großartig getestet, ehrlich gesagt. Aber ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das besser ist als Schild und Schwert. Deswegen würde ich jetzt demnächst einfach meine Stärke aufbessern und dann vielleicht mal gucken, ob das ganz sexy ist mit dem Zweihänder, wenn man den einhändig führt. Ich meine, meine Stärke wird ja sowieso irgendwann bei 24 sein. Das kann ich mir also aufsparen. Und hier scheint es sonst echt nicht zu geben, oder? Auf dem Friedhof einfach nur ein paar Sachen, die man finden kann. Dafür muss man eben Skelette vernichten. Aber ist nicht so, dass es hier groß weitergehen würde. Fernglas, siehst du? Ich hab's doch gesagt. Das Fernglas bekommt man bestimmt auch irgendwann. Da braucht man nicht. Wie nutzt man das? Da braucht man das nicht als Gabe. Wie kann ich denn jetzt das Fernglas benutzen? Fällt mir auch ein, wir könnten mal wieder eine Rüstung bekommen. Okay, und was genau ist jetzt der Sinn von dem Fernglas? Logisch, man kann in die Ferne sehen, aber sehr viel weiter kann man damit auch nicht gucken. Aber was für ein riesen Ding, oder? Hier ist ein riesiger Wall nach dem anderen und vor allem ist es halt auch mega hoch. Die Burg hat nie irgendjemand einnehmen können, oder? Also, da ist ja wieder der Riesenturm. Der Riesenbaum. Was mache ich denn? Ja, fall hier am besten noch runter, Idiot. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist, dass man hier irgendwie runtergehen kann. Jetzt müsste ich aber tatsächlich alles gefunden haben bei dem Friedhof. Ich glaube, es gibt nichts mehr. Wenn ich mich recht entsinne. Also, mir fällt jetzt zumindest nichts ein. Oh! Eine verschlossene Höhle, oder? Nee, doch nicht. Sieht nur so aus. Ja. Ist einfach nur ein Fels, auf dem merkwürdige Kratzzeichen sind. Ich habe ein bisschen Angst. Wer hat denn da diese Kratzzeichen reingemacht? Ach, hier unten geht's noch weiter. Okay, da war ich noch nicht. Kann aber sein, dass es dann einfach wieder hier unter die Burg geht. Da muss ich ja dann auch noch hin. Nach unten. Ich
Ich hab wieder etwas Angst, muss ich zugeben. Die Katakomben, ja, die Katakomben. Da muss ich ja dann auch noch später hin, aber wie gesagt... Oh, fuck. Das war ja schon mal eine gute Begrüßung. Ich sehe auch quasi nichts, ey. Also ich würde halt... Oh, was ist denn das Rote da? Ach, seine Energie. Hä? Was hat ihn denn da kaputt gemacht? Irgendwas hat ihn verletzt. Und er hat jetzt auch... Ja, irgendwas hat ihn verletzt, aber ich weiß nicht so richtig was. Egal. Also wie gesagt, ich will eigentlich erstmal nicht nach unten gehen, weil ich habe ja oben noch gar nicht alles erforscht. Wenn ich jetzt anfange, unten weiter zu suchen, dann verwirre ich mich nur noch mehr und ich weiß dann einfach nicht mehr, wo ich schon war und wo ich noch nicht war. Deswegen gehen wir jetzt erstmal oben weiter. Wir haben jetzt den Friedhof hier geklärt. Und alles Weitere machen wir dann... wenn wir mehr oder weniger entweder oben nicht weiterkommen oder eben oben alles erledigt haben. Ja, hier gibt es nichts außer Gegner. Die Sachen hatte ich schon eingesammelt. Ja, wir haben es geschafft, würde ich behaupten. Oh, da ist eine Truhe. Truhe. Die möchte ich haben. Truhe. Wie komme ich da hin? Eine Truhe. Okay, vielleicht irgendwie... hier. Wie komme ich denn zu der Truhe? Also hier geht es überall nicht weiter. Ich muss doch irgendwie zu der Truhe kommen. Kann ich hier auf der Seite rechts irgendwie? Nee. Aber irgendwie, ich meine, die Truhe hier unten ist ja zu. Das ist ja schon wieder ziemlich lächerlich. Wie komme ich denn zu der Truhe? Okay, schauen wir noch mal ganz kurz hier rüber. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Hier ist auf jeden Fall ein super mächtiger Felsen im Weg. Und hier komme ich nicht hoch. Der Rabe soll mir helfen. Rabe, ich schmeiß mal die Truhe hierher oder heb mich kurz hoch und leg mich dann bei der Truhe ab. Du kannst es aussuchen. Ich glaube, der Rabe hört nicht auf mich. Na gut. Dann könnten wir eigentlich erstmal rasten, wenn wir jetzt wieder nach oben gehen wollen. Würde ich sagen. Menschlichkeit darbieten und Aushöhlung umkehren, ja. Ich denke zwar eh, dass ich nach 5 Minuten wieder sterbe und, als ach so, wir können ja mal unsere ach nee, Moment, wir werden erstmal unsere Seelen einsetzen. So. Dann steigen wir auf. Ja, was machen wir jetzt? Wir könnten jetzt zum Beispiel versuchen, uns den Speer zunutze zu machen. Und könnten unsere Beweglichkeit verbessern. Aber eigentlich hätte ich ja mehr Bock, mal diesen Zweihänder als eine Handwaffe zu probieren. Dann würden wir halt Stärke weiter verbessern. Und das sind ja im Endeffekt auch nur 7 Level und teilweise können wir ja schon recht schnell aufleveln. Ja, ich gehe jetzt einfach mal auf Stärke. Der Speer ist jetzt nicht so mega stark. Wenn er stärker wäre als meine Axt, dann würde ich halt auf Beweglichkeit erstmal gehen, aber so nehmen wir dann einfach die Stärke. So, dann werden wir uns mal als Mensch auf den Weg machen und gucken, dass wir den Fahrstuhl finden, mit dem wir hier runtergefahren sind. Oh. Müsste irgendwo hier gewesen sein. Kommen wir hier irgendwie durch? Wir müssen ja irgendwie nach hinten kommen. Waren wir eigentlich schon hier oben?
glaube, hier oben waren wir auch noch nicht. Oh, neuer Weg, sehr schön. Vielleicht führt der Weg hier irgendwie zu der Truhe. Ja, ich glaube, hier waren wir auf jeden Fall noch nirgends. Ach doch, das hier ist der Fahrstuhl. Hier ist leider keiner. Okay, damit können wir wieder nach oben fahren. Dann gucken wir uns erstmal an, wo die Treppe hinführt. Ah, okay. Ich komme aber auch nicht darüber, oder dass ich irgendwie sagen könnte, ich muss hier den versteckten Weg finden, um zur Truhe zu gelangen. Die geht mir jetzt logischerweise nicht mehr aus dem Kopf. Ich will nochmal kurz gucken, ob es hier drüben irgendwo weiterging. Ja. Ach man, hier war es schon. Ach, verdammt. Okay, hier war es auch schon. Und da geht's halt wieder zum Anfang, wo ich beim ersten Mal hochgegangen bin. Naja, gut, dann gehe ich mal zum Fahrstuhl und fahre diesen wieder nach oben. Puh, ich bin echt gespannt. Die Kathedrale, ich glaube, die Gegner, die waren da auch ziemlich eklig. Aber schauen wir mal. Ah, da ist auch wieder dieser große Baum oder einer der großen Bäume. Falls es nicht der gleiche ist. Ah, diese geilen grün-blauen Bauchhaare, ey. Sexy, sexy. Ich will endlich mal eine anständige Rüstung haben, ey. Ist jetzt eigentlich dieses scheiß Riesenvieh wieder da, was diesen Schrein bewacht hat? Ich hoffe doch nicht. Nee. Das ist einer der Gegner, der also nicht wieder respawnt. Also war das wahrscheinlich schon so eine Art Zwischenboss. Sehr gut. Ich weiß halt nicht, ob ich die Typen da hinten kaputt machen kann. Ich meine, mehr als probieren kann ich ja nicht. Ich würde erstmal hier draußen die Skelette tot machen. Oh, der Typ kommt also freiwillig zu mir. Mach ich erstmal den kaputt. Damit ich wenigstens so etwas meine Droprate, meine erhöhte... meine erhöhte Droprate quasi auch nutzen kann. Weil wenn ich jetzt gegen starke Gegner kämpfe und dann direkt wieder sterbe, dann ist das ziemlich verschwendet, würde ich sagen. So. Kleine Scherbe. Ja, wie das funktioniert, weiß ich immer noch nicht. Na, nicht heilen. Das war aber doch gar kein Speerträger, oder? Eigentlich kenne ich es ja nur von Speerträgern, dass sie sich heilen. Aber egal. So, ich habe immerhin eine kleine Scherbe gefunden. Und werde jetzt mal gucken, was mir den zwei Typen da... Ach, das sind aber halt direkt zwei von denen, na, das ist echt heftig. Vielleicht eher eine schnelle Waffe gegen die. Was? Okay. Der Typ greift mich also direkt an. Ja, was passiert, wenn jetzt die Männlichkeit nimmt? Das wollte ich schon immer probieren. Ja, da steigt echt meine Männlichkeit, wie man sieht oben links. Sehr gut, gut zu wissen. Okay, dann lassen wir den erstmal in Ruhe. Also davor können wir jetzt erstmal nicht gehen. Da ist unser Fahrstuhl. Dann gehen wir mal hier hoch. Vielleicht kann ich ja den Zaubertyp da... Ah, nicht wieder so einer. Nicht wieder... Ich versuche da jetzt mal eine schnelle Waffe. Mal gucken, ob das besser funktioniert. Der hat halt so ein scheiß Florett, ne? Hat keinen Bock anzugreifen. Ich wechsle doch mal auf meine Axt, weil er scheint mir gerade... Okay. 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 Man kann es auch übertreiben. Aber die sind auf jeden Fall machbar, wie man merkt.
Trotzdem krass pervers. Krass, krass, krass. What the fuck? Ja, dann werde ich auf jeden Fall meine Leiche wiederholen. Das Gute ist, zwischen meiner Leiche und dem jetzigen Standpunkt dürfte kein Gegner kommen. Das heißt, ich komme leicht wieder ran. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss, tschüss.